So. Machen wir jetzt mal weiter. Wir haben ja eben mit den Herrinnen hier geredet. Jetzt, ja. Was sollen wir denn jetzt machen? Ach so, mit diesem komischen Dorfältesten in Niederwürr reden. Das hier möchte ich einmal mitnehmen. Nehmen wir auch einmal mit. Das hier nehmen wir einmal mit. So, und wo befindet sich das Ganze? Da oben. Aber das für den anderen Typi war, glaube ich, woanders. Das war hier, glaube ich, am Rand. Ja, das machen wir mal als erstes. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Hallo, Ertrunkener. Auf Wiedersehen. Verdammt, bist du hässlich. Stopp. Sehr schön. Ich hasse Ertrunkener. Vielleicht jetzt war das zu weit lassen können. Bin ich mal gespannt, ob wir die Leiche finden. Also, habe ich immer noch nicht dran gewöhnt, dass ich die Taste umgelegt habe. Moder heute. Die sind eigentlich noch schlimmer. Liegt aber eher daran, dass sie explodieren. Genau so. Nein, nein, nein. Oh. Das war dumm. Wir brauchen Anhaltspunkte. Aber noch sehe ich keine. Hey da, Meister! Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Ja, mit dem möchte ich noch nicht reden. Suche gerade erstmal eine Leiche. Da! Gefunden! Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Okay. Das hätten wir dann also. Das ging, schnell. Das wäre ja so ein bisschen komplizierter. Aber ist nicht so. Ja, bitte. Ja. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Fälschen. Du kannst um eine höhere Belohnung fälschen. Wähle dazu einen Betrag aus und bestätige mit linker Maustaste. Wenn dein Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab.
Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Ha. Na schön. Hat aber geklappt. Ich bin einverstanden. War jetzt nicht viel, ich weiß aber. Na schön. Rechnet dennoch. Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Gut, das Ahnenfest, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Reisschling. Okay, das ist Stufe 12. Ist denn doch ein bisschen sehr hoch? Warum mache ich die Quest? Machen wir erstmal das. Das ist ja hier auch noch mitten im Sumpf. Dann müssen wir noch einmal auf die andere Seite. Ein Reh. Das Rehchen. Da ist Plötze. Sehr schön. Kommt bei der Plötze. Komm. Damit kommen wir jetzt zumindest auch schneller durch den Sumpf. Ich wundere, dass wir gerade noch nur so gegen essen. Ich hab doch noch gar nichts gemacht hier. Ach, da unten, weil der da unten noch steht. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Okay, ja gut, müssen wir dann doch töten. Schlechte Idee. Aber ist ja halt so wild. Machen wir ein bisschen Hackfleisch aus denen. Gut, bei dem geht aus irgendeinem unersichtlichen Grund das Schild nicht kaputt. Wir ziehen dir die Haut ab. So. Aber jetzt. Eine harte Geburt, aber wir haben es ja noch geschafft. Das hier mache ich jetzt gerade einfach mal. Sind einige Sachen gleich von. Ich glaube, das sind meistens alles nur die erkundeten Orte, deswegen habe ich sie jetzt mal übersprungen. Hallo. Schönes Dorf. Ja? Eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja. Irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt.
Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Okay. Ja, okay. Ist hier aber auch immer ein von A nach B nach C gerenne. Gut, dann machen wir auf dem Weg aber wenigstens hier das eine Fragezeichen. Damit wir so ein paar Nebensachen hier erledigen. Ach du. Das ist ein starkes Monster. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Nekrophag zählt. Wir gucken einfach mal. Oh Gott. Es ist auf jeden Fall fast tot. Und das mit einem Schlag. Jetzt hoffe ich, dass es zwischengespeichert hat. Ich habe nämlich seit längerem nicht gespeichert. Oh Gott sei Dank, hier oben. Ja, dann laufe ich da mal nicht so nah lang. Mal schnell speichern. Wir sind jetzt auf gleicher Höhe hier wieder. Huch. Das hier möchte ich ja auch wieder mitnehmen, das Blutmoos. Ganz ungutes Gefühl gerade. Bewachter Schatz. Ach so, nun Wasserwein. So, langsam komme ich, glaube ich, langsam mit den Kämpfen klar. So, das hätten wir. Kann ich das eine... Nee. Also können dich schon, aber... bringt uns halt nichts. Leider. Also hier sind wir gefühlt im tiefsten Sumpf. Oh.
Wolfes. Oder Wag ist Stufe 8? Ja, läuft doch. Okay, das war ein ganz seltsames Geräusch. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Mhm. Weißt du das also? Muss ich mir da Gedanken machen? Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Die Wölfe sind aber scheinbar kein guter Schutz. Okay. Okay, mit Hilfe der Hexe sind er. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Was bist du denn? Geh fort. Geh fort. Oh, ein Werwolf. Geh fort. Hoppala. Die Mächte wollen es nicht. Es war einmal ein Werwolf. Kehr um. Zeig dich, ich will mit dir reden. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Fort. Hinfort. Das ist eine Höhle. Hinfort. Gut. Und Fertigkeitspunkt. Charakter. Fertigkeitspunkt und warte, dann kann ich jetzt hier den Schild einsetzen. Maximale Vitalität. Ja, dann mache ich das erstmal weg und mache dafür das hier hin. Aber tauschen wir einmal. Dann am besten noch einmal meditieren. Für eine Stunde. So, Spiel gespeichert. Da komme ich nicht durch. Dann also einmal tauchen. Oder einmal? Du schneller gereit. Die Herzschläge. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern. Töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Mhm. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, wo
rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen. Die Mumen, was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Velen ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich gegen dich. Aber wenn ich jetzt... Ich will einmal ganz kurz wenden. Wenn ich jetzt... So kann ich dann Leben wieder generieren. Ich glaube nicht, dass du leben wirst. Ich glaube, dass du gerade mal tot bist. Doch. Glaub mir das ruhig. Ich weiß halt auch nicht, was das für ein Viech war. Das hier so richtig war, aber naja. Wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Doch. Da hat was gelauert? Ja. Ich weiß nicht, was da gelauert hat, aber es lauert nicht mehr. Was hast du gemacht, Hexer? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein.
Die Muhmen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinten. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Es ist eklig. Boah, dieses Ohr. Und ihr seid so anders. Nun, her damit. Mir ist eben was aufgefallen. Sie hatte doch Zeichen an der Hand. Und die Frau des Barons hatte doch angeblich auch so Zeichen in der Hand. Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons ja, von Krähenfels. Ja, ich hatte recht. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Hübsch, ja? Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Nein. Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Nein. Deswegen bin ich nicht hier. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das
Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand das Sonderes kann. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Engelrit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Engelrit? Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Ja, klar. Ist die Wildejagd direkt hinter ihr. Ich will mich doch gerade nochmal kurz umsetzen. Hey, hey, hey. Aber die Musik von Witcher ist echt einfach der Wahnsinn. Vor allem dieser Moment, wo man einfach mal mit Ciri spielen kann. Sie ist ja nun neben Triss wirklich eine meiner Lieblingscharaktere in diesem Spiel. Eigentlich auch in der kompletten Reihe. Sie eigentlich nur sehen müssen. Sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen.
Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Hm. Wie schade, dass sie geflohen ist. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns. Glaube nicht. Ritter. Gott, ich mag die nicht. Nicht nur, dass sie echt grauenvoll aussehen. Nein. Die Momen sind doch nicht gerade freundlich. So. Da wir aufgestiegen sind. Und wir können ein neues Mutagen reinpacken. Ich möchte aber, glaube ich, erst einmal das hier machen. Okay, kann ich nicht. Dann machen wir das hier. Aber... jetzt. So. Hier dann bitte einmal das hier. Dann haben wir noch einige Mutagene. 50 Vitalität. Plus 5 Angriffskraft. Ja, dann nehmen wir doch erstmal die Angriffskraft. Dann machen wir das auch so. Wunderbar. Berichte dem Baron, was du über Anna erfahren hast. Ja, nur die Hauptquest müsste ich jetzt erstmal wieder hinten anstellen. Wo ist das denn mit den Kreischlingen? Ist da hinten. Okay, das ist ein bisschen sehr weit weg. Dann einfach wahrscheinlich nur die Nebenquest. Dann erstmal das Ahnenfest. Das macht am meisten Sinn. Warum habe ich jetzt mein Pferd geholt? Ich weiß es nicht. Aber nach hier oben. Weil dann nehme ich einfach mal kurz die Schnellreise. Schnellreise und dann einmal nach Schwarzzweig. So, ich werde aber einmal noch mal ganz kurz was zu trinken holen. Das habe ich nämlich eben bei meinem Marsch vergessen. Ich habe jetzt hier nur noch so ein 40-Kin Eistee. Deswegen bin ich gleich sofort wieder.